Willkommen zurück zum Let's Play Crash Bandicoot Cortex Strikes Back. Nach längeren Suchen habe ich dann endlich die Kiste gefunden, die mir hier fehlt. Um die werde ich mich doch direkt jetzt einmal kümmern. Denn diese Kiste war mal wieder etwas schwerer zu erkennen. Und ich habe es bei mir ein bisschen laut grad. So. Erst ist es schon angenehmer. Diese Kiste befindet sich im Bonuslevel. Werdet auch gleich sehen, wo genau. Oha, beide Kisten getroffen. Das ist auch nicht schlecht. Und, ja. Was war das für ein Geräusch? Irgendeins, was ich nicht identifizieren konnte. Zumindest diese Kiste ist ziemlich gut versteckt. Denn ich glaube, so konnte man sie nicht sehen. Das Einzige, woran man sie erkennen könnte, wenn man natürlich dementsprechend aufpasst, ist etwa die Level-Zusammenstellung. Beziehungsweise wie das Level designt ist. Ich werde auch an der Stelle dann drauf eingehen. Ist relativ fies, muss ich ehrlich sagen. Und das sind wir sogar schon. Na, guck mal. Kann ich ja sogar noch. Den Apfel lasse ich da oben einfach mal, weil, ja. Der Anfang ist ganz normal. Einmal hier 5 Kisten und dann einmal hier 4 Kisten. Nur, wenn man hier nicht erkennen kann, gibt es da keine Kiste. But, da oben, aber, na klar, ich spreche schon auf Englisch. Natürlich, wie man gesehen hat, da oben war eine Kiste. Die man natürlich so nicht erkennen kann. Wow, überlebt. Und das macht sie dann natürlich doch etwas schwerer zu finden. Und nachdem ich diese Kiste dann jetzt endlich mal, ja, scheiß aufs Leben, endlich gefunden habe, können wir dieses Level abschließen. Denn so werden aus den 30 Kisten, die wir gestern hatten, 31 Kisten in dem Awesome Bonus-Level. Was natürlich einen riesen Unterschied macht. Vor allem, wenn man genau eine Kiste braucht, um da durchzukommen. Was mir natürlich jetzt auch seit dem letzten Mal spielen eingefallen ist, es gibt da so noch eine nette Sache, die Crash kann, auf die ich noch nie eingegangen bin. Und zwar ist das, das da. Man kann, ja, während dem Rutschen dann sich nochmal drehen, und das ist genau an diesen solchen Stellen dann doch etwas praktisch. Ich hatte ganz vergessen, dass das noch ging. Ist mir dann aber aufgefallen, als ich nach der Kiste gesucht habe. Und natürlich macht das doch einige Stellen viel einfacher. Dann mal wieder konzentrieren, dass ich hier dementsprechend gut durchkomme. Gestern hat das doch ziemlich gut geklappt. Daher werde ich den Ganzen auch gleich nochmal versuchen, konzentriert zu schaffen. Und nehme mal meine Maus aus dem Bild. Ja. Den warte ich diesmal ab. Er macht mir immer ziemliche Probleme und wow. Wahnsinn. Da fällt mir auch nur wow ein, wie ich das jetzt überlebt habe. Ich nutze die Maske direkt mal aus, um diese Stelle hier zu ordentlich zu machen. Gut. So hätten wir keine Nitro-Kisten, um die wir uns kümmern müssen und können.
gezielt zurück. Und das sind wir. Gut. So, nochmal ordentlich springen. Und somit hätten wir hier schon 95 Kisten. Na, ups. Na gut, 96, wenn ich die Nitro-Kiste noch mitzähle, die ich jetzt mitgenommen habe. Und würde ich doch gleich mal sagen, geht's nach unten. Das Leben gibt's hier leider nicht mehr. Das hatten wir ja das letzte Mal schon genommen. Und ja. Die TNT-Kiste und den Pinguin tun wir mal gründlich entfernen. Gut, das haben wir gut überlebt. Da kommen wir auch gut durch. Den haben wir auch ohne Probleme bekommen. Ach ja. Mach dich weg. Und dann hätten wir hier unsere Checkpoint-Kiste. Kistentechnisch sieht alles sehr gut aus. Ich muss mal kurz ein bisschen herumräumen, damit ich ein bisschen Platz habe. Und ja. Gut. Interessant, wo mein Kabel sich aufhält. Aber gut. Ich habe so leicht das Gefühl, die Nitro-Stelle, die ich ja so toll mag, die haben wir gleich wieder. Gut, da sind wir noch gerade drüber. Habt ihr immer die Angst, dass ich aus Versehen diese Nitro-Kisten erwische? Vor allem an der Stelle. So vielleicht? Nein. Ah, gut. Ohne die Nitro-Kisten zu erwischen natürlich. Ganz vorsichtig raus. Ah, gut. Haben es geschafft und müssen wir ja nur noch hier entlang. Was wir natürlich auch ohne Probleme geschafft haben, was gut ist. Und schon vermisse ich unsere Checkpoint-Kiste, aber die gibt es hier natürlich gleich wieder. Hier hinten waren keine Kisten, genau. Hier sind nur noch mehr Nitro-Kisten. Ja, so kann man den Pinguin natürlich auch verschießen. Genau in die falsche Richtung. Und ja, gut. Unglaublich, oh, wie viel Zeit dieses Level dann doch beansprucht, da ich doch relativ früh rein bin und nun schon wieder 9 Minuten Aufnahme knapp sind. Es ist schon respektabel, wie viel Zeit dieses Level im Grunde selbst ohne großartig zu fehlen beansprucht. Hier wollen wir noch schön durch. Noch ein paar Nitro-Kisten detonieren lassen, die uns gefehlt haben. Wow. Da kann ich auch nur noch wow sagen, so wie viel Glück ich da gerade hatte. Und wir haben diesmal alle 155 Kisten. Und somit gehört dieses Mal der Edelstein uns. Und können nun auch endlich sagen, dass dieses Level abgeschlossen ist. Was mich sehr erfreut. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in das schöne Behaving und holen uns da den letzten Edelstein in dieser Stage und werden uns dann mal um die letzte Stage kümmern. Und dann hätten wir uns so 100%. Da kommt unser erster Freund schon entgegen. Das Gute ist, da wir unseren, wie soll ich sagen, den grünen Edelstein natürlich, ey, da wir den grünen Edelstein ja natürlich schon besitzen,
fällt jetzt schon ziemlich viel Content von diesem Level weg. So, was uns das Leben erschweren würde. Nur diesmal wo er nicht. Ne, ne, ne. Ihr bleibt mal schön da drinnen. Oben an der Gänge geblieben. Gut. Ich hätte auch gedacht, dass das jetzt schnell gehen soll, weil ich hätte gedacht, dass die Bienen da jetzt hinterherkommen. Gut. So hat's geklappt. Ja. Ich weiß, dass wir da offen durchkommen, nur ganz ehrlich. Gehe ich da mal lieber auf Nummer sicher, weil wir haben keine Maske und mit der letzten Stelle, die da jetzt war, habe ich nicht gerade vor, diese zu wiederholen. Gut. Ich denke mal, jetzt können wir laufen und haben eine Checkpoint-Kiste. Somit schon den etwas schwereren Bereich abgedeckt. Die hartnäckigen Bienen tun wir natürlich auch schon verscheuchen. Und dann geht es doch direkt mal weiter hierher. Und da sehe ich ja schon die Nitro-Kisten für den Levelbereich für den grünen Edelstein. Nur ich denke, der ist für uns nicht mehr relevant. Da laut meinen Erinnerungen, da jetzt natürlich keine Kisten drin stehen. Ich hoffe nur, dass dieses auch so ist. Ansonsten könnte dieses Level etwas länger dauern. Je nachdem, wie ich mich eben anstelle. Oh ja. Schönes Bonuslevel. Muss ich gleich mal anmerken. Da fühlt man sich so heimisch. Gut, die Nitro-Kisten haben wir geschafft. Ich glaube, da müsste ich einen großen Sprung machen. Ich habe so das Gefühl. Oh mein Gott. Und es wird noch schlimmer. Aber trotzdem geschafft. Respektabel. Wow. Zu viele Nitro-Kisten für meinen Geschmack. Aber gut. Wir sind da durch, haben unsere ersten 40 Kisten jetzt. Und versuchen hier weiter den Bienen, Wespen oder was auch immer uns da verfolgt zu entkommen. Und ich hoffe doch schon wieder auf die nächste Checkpoint-Kiste. Oh ja, ich kann mich an diese Stelle erinnern. Aber diesmal auf Anhieb auch geschafft. Da bin ich doch froh. Und hier kommen nochmal ziemlich viele Nitro-Kisten. Und da sind die Bienen ohne Ton gekommen. Aber gut, den Edelstein haben wir und somit wird diese Stage abgeschlossen. Und wir brauchen nur noch eine Stage abschließen und dann haben wir das geschafft. Wo ich weiß, da gibt es zwei Level, wo ich zweimal rein darf, wahrscheinlich. Oder sogar drei. Das sind drei. Denn wir fangen gleich mal an. Da brauchen wir zwei, da reicht eins. Da brauchen wir zwei, da reicht eins und da brauche ich auch nochmal zwei. Gut, diese Abwechslung, dann würde ich doch gleich mal mit dem beginnen. Und ja.